Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute gibt es erstmal das Kukubra Unboxing von Capital und als nächstes die Box von Esther. Bester. Ja, aber erstmal eine kleine Bitte an euch. Bitte hört auf mir zu sagen, dass ich dieses oder jenes Messer mal reviewen soll. Und bitte hört auf mich zu fragen, ob ich diese oder jene Box vorbestellt habe. Ich kann langsam nicht mehr alle Kommentare beantworten, es sind nämlich fast dreistellige Zahlen tagtäglich. Ja, ich habe die Box von Kuro-Verbrecher aus der Wüste vorbestellt. Ja, ich habe die Box von Flair vorbestellt. Ja, ich habe die Box von... Oh, wartet es doch einfach ab. Ich gebe mir wirklich Mühe, so gut wie jede Box vorzubestellen, aber ich kann echt eure Kommentare langsam nicht mehr beantworten. Ja, vielen Dank für eure Zeit. Und ich hoffe, es wird in die Tat umgesetzt. Und fragt mich nicht, wann das Video kommt von dem Esther-Unboxing. Wartet es doch einfach ab. So, vielen Dank. Und jetzt geht's los. Kukubra. Ist das Putin? Ja, es ist Putin. Ist das nicht wundervoll? Capital, ein wahrer Ehrenmann. Wer ihn nicht kennt, sollte diesen Namen mal bei YouTube eingeben und sich ein paar Videos reinziehen und danach das Album bestellen. Ja. Wurde auch oft angefragt, also kein No-Name. Link zum Messer in der Beschreibung, sowie der Link zu der Deluxe-Box und der CD, falls es eine gibt, und dem MP3-Download. Kauft diese Musik legal und ladet sie nicht illegal herunter. Unterstützt Capital. Ein guter Mann auf jeden Fall. Ja, das ist die Box. Kuku auf dem Buckethead. Von Putin, eine stabile Kette mit Kapitalschriftzug. Kukubra. Der rote Knopf, der hier zeitnah gedrückt wird. Eine Landkarte. Ja, hier kann man die ein oder andere Information aus diesem Cover ziehen. Sehr schick. Baba City, Chapter 1, Universal Sign. GEMA, sehr nice. Hier steht auch nochmal Kuku Box. Was ja eigentlich Kuku Bosch heißt, also... Naja, lel. Oder? Das war ein J. Der Käfer war das J. Kukubosch. Ja, egal. Russischer Unterricht ist zu lange her. Kukubra. Wundervoll. Sehr tolles Design, mal was ganz anderes. Und. Ja, sie geht so auf. Na? Ja. Hier ergießt sich schon der Inhalt. Die CD. Ey, das ist ein Aufkleber. Ein Riesenaufkleber, das ist echt cool. Ja, Papieraufkleber. In einem Format, was seinesgleichen sucht. So einen großen Aufkleber habe ich noch nie in so einer Box gesehen. Das gewohnte Cover. Ein Poster. Von Capital, den man hier zum ersten Mal zu Gesicht bekommt. Kuku-Clan, also das ist auch sehr anzüglich. Naja, sieht aber nice aus, so klassisch im Ghetto. Der Fokus sitzt nur leider nicht direkt auf dem Gesicht, sondern auf dem Nacken. Meine Fresse, der Fotograf ist aber auch ein... Ach, egal. Er ist, wie es scheint, Berliner. Schickes Poster des Interpreten. Und ein T-Shirt, was sogar mal in einer Folie eingepackt ist. Also, ja, das hat man auch nicht oft in den Deluxe-Boxen. Die liegen sonst immer nur drin. Netter Akzent. Na. So. Gildensoft-Style. Warum gucke ich überhaupt danach? Ich hätte es wissen müssen. 100% Baumwolle, Größe L. Oh, das wirkt nice. Kukubra Capital. Ja. Jetzt so. Alter. Was? Na, Junge. Was ist denn das? Na, geht doch. Kukubra Capital. Sieht ziemlich gut aus. Ein schlichtes schwarzes T-Shirt mit weißer Schrift. Wenn ihr es mich tragen sehen wollt, folgt mir auf Instagram. Link dazu in der Videobeschreibung. Und ja, ich trage immer einen Bademantel. Sieht nicht schlecht aus.
Schöner weicher Stoff. Gefällt mir. Sehr geruchsarm. Ja, und hier ist die CD. Die Box kostet, glaube ich, 24,95 € oder so. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Naja, Inhalt ist zwar nichts Besonderes bis jetzt, aber solide. Kann ich mich nicht beklagen. Kukubra, Kukubra, das bekannte Cover. Und hier. Das sind 20 Songs, das ist viel. Das ist sehr nice. Intro, Wladimir Putin, du siehst, zu viel, zu wenig, Feed Oleg Sesh. Erstes nices Feature. Falsche Gesichter, braun, gelb, lila, Kukua Bibi, Feed King Khalil. King Khalil, ist das dieser Mann mit diesen spitzen Zähnen? Oder verwechsel ich den jetzt? Bra, macht die Uzi, Bra, hinter dir, Akis aus Kosovo, Bruder, Feed Massiv und K.I. Massiv, auf jeden Fall nice. K.I. ist mir jetzt unbekannt. Pick, Fluchtwagen, Glänzen, Feed King Khalil. Die sind stabil, verrückte Leute, alles kaputt. Russische Muschis, deutlich genug, Feed King Khalil. Makarubars. Und auf deinen Nacken. Also, das nenne ich meine Tracklist. Bin sehr auf das Album gespannt. Haben mir noch keine Songs jetzt reingehört, reingezogen von ihm und dem neuen. Das Booklet erstmal beiseite. Ja, schwarze CD und schwarze Instrumentals. Schlicht, das sieht aus wie so ein. Wie heißt denn das hier, was man in die Fenster runterzieht? So ein Lamellen. Ja, so ist in der Art, das ist es. Die Gucci Cap sitzt. Fresh. Capital. Und nochmal dieses Pick. Freshes und sehr einfach gehaltenes Booklet. Lol. Ja. Das ist eine sehr schlichte, simple Box, die sich mit nichts von der Masse abhebt. Bis auf dieses Cover. Merkel hat ja auch gut gepasst. Spaß beiseite. Für 25 € ist es okay. Für denselben Inhalt verlangen andere auch 5 € mehr. Oder 10 € mehr. Geht ja hier auch um die Box an sich. Und nicht den Interpreten. Ja. Finde ich gut, wenn man Fan ist. Nettes T-Shirt. Schönes Poster. Cooler Riesenaufkleber. Und die Box sieht auch geil aus. Danke fürs Anschauen dieses Videos. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Euer Max Herzberg.